Für ein Outdoor-Survival-Kit gibt es einen Gegenstand. Einen Gegenstand, der unbedingt dabei sein muss. Und bei den meisten fixfertigen Kits, die total super auf Survival-Situationen in der Natur ausgerichtet sind, so gut wie nie dabei sind. Wenn du wissen willst, welcher Gegenstand das ist und warum und weshalb und sowieso, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldulapathie. Es ist mir wie immer eine Freude, dass du dabei bist. Was ist dieser eine Gegenstand im Survival Kit, der unbedingt dabei sein muss? Ich habe viele Videos gemacht zu solchen Themen beim E-Klicken. Ich habe von Amazon Survival Kits gekauft und wo auch immer. Und meistens ist da Zeug dabei, dass du nicht wirklich brauchen kannst für eine Notsituation in der Natur. Denn Hand aufs Herz, was kann dir da draußen eigentlich nicht passieren? Gut, jetzt kannst du einen Unfall haben und wo runterfallen und bewusstlos da liegen. Gut, da ist ein Erste-Hilfe-Kit notwendig. Da braucht man Erste-Hilfe-Maßnahmen. Klar. Gut, was kann dir noch passieren? Na, du könntest dich verlaufen. Ne? Das ist so ein ganz häufiger Grund, den ich höre bei meinen Überlebenstrainings. Ja, du könntest dich verlaufen. Dann sage ich, okay, aber was kann dann passieren? Denn genau das ist so meine Methode, wie ich das angehe. Die Dinge, die mich zuerst umbringen, brauchen zuerst eine Lösung. Und damit ich überhaupt weiß, was mich umbringen kann, muss ich eine Liste machen mit genau diesen Dingen. Was kann mich da draußen eigentlich nicht töten? Und da lasse ich die Teilnehmer immer raten. Ja, was kann dich da draußen in unserer Natur, in unseren Breiten, in der gemäßigten Klimazone eigentlich wirklich umbringen, wenn du draußen überleben können musst? Und da kommen unterschiedlichste Dinge, Verhungern, Durst, wilde Schweine, die dich zusammenfressen, eine Giftschlange, die dich beißt oder du isst irgendeine Pflanze, da kommen gerade die Herbstzeitlosen raus und du stirbst dran. Alles möglich, alles schon passiert, aber das ist es nicht. Irgendwann kommt dann einmal das Thema, na, ich könnte erfrieren und da ist dann bei den meisten eigentlich der Ofen aus, weil sie sagen, schau, Rainer, wie soll ich denn erfrieren, ich gehe ja nie bei minus 10 Grad raus. Aber die Unterkühlung ist ein Killer. Und nämlich genau die Unterkühlung ist es, die ganz oben auf der Prioritätenliste bei dir stehen muss. Warum? Weil sie dich am schnellsten umbringt. Was meine ich damit? Ich mache das Video jetzt gerade hier auf Aldulapathie, im Buschkraftareal, billige Eigenwerbung, so wie immer natürlich. Und es hat heute 29 Grad gehabt. Und in der Nacht, obwohl wir hier im Mittelgebirge sind, wird es trotzdem kühler. Ich schätze, so auf 18 Grad wird es herunterkommen. Aber das ist recht hoch eigentlich. Und bei 18 Grad draußen werde ich handlungsfähig bleiben. Das kann ich da gleich sagen. Ich werde das sicher nicht erfrieren. Wenn wir aber hier im Mittelgebirge bleiben und in den Herbst hinausgehen, so September, da haben wir untertags auch 20 Grad. Da geht es aber schon runter auf 10, manchmal auch 8 Grad in der Nacht. Das wird schon knackiger. Muss man auch nicht gleich sterben dran. Aber was ist, wenn du im Herbst unterwegs bist und es ist vielleicht Nebel? Und es geht, oder es geht Wind. Ja, weil meistens, wenn es neblig ist, geht kein Wind. Aber es ist so feucht ein bisschen. Oder es geht starker Wind. Was glaubst du, wie schnell das dann geht? Und genau da wird es unangenehm. Das heißt, ich will das nicht auf Monate festsetzen und sagen, im August kann man nicht erfrieren. Das würde ich so nicht sagen, sondern es hängt von der Witterung und von der Gegebenheit ab. Denn, noch einmal, tiefe Temperaturen, Feuchtigkeit und oder Wind dazu, nämlich Wet Chill und Wind Chill dazu, sind ein Killer. Und das kann man, ich bin mir sicher, weil ich das bei den Kursen auch immer wieder erlebe, dass es Leute gibt und vielleicht bist du auch einer oder eine davon, die sagt, Blödsinn, erfrieren. Das ist wirklich ein Killer. Und das geht schneller, als man denkt. Es gibt ganz viele Situationen, die ich auch nachrecherchiert habe. Es gibt zum Beispiel, das ist jetzt schon sehr lange her, die deutsche Schulgruppe, die am Dachstein erfroren ist, weil sie bei Schlechtwetter, ich glaube, es war sogar Mai, ja, raufmarschiert sind mit schlechter Ausrüstung, obwohl das Schlechtwetter angekündigt war, da oben ausharren mussten, es war Nebel und so gut eigentlich die ganze Gruppe draufgegangen, alle erfroren. Innerhalb, nach 2 Tagen konnten die Rettungskräfte dann einmal aufsteigen. Ich weiß, das waren andere Zeiten, ich glaube, das war in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, das waren andere Zeiten als heute. Nur, auch unsere Supertechnik kann bei Schlechtwetter zum Beispiel auf einem Berg nicht rauf. Da gibt es, vor 2 Jahren war das, zwei
Tourengeher mussten, einer war, glaube ich, verletzt, mussten ausharren, weil die Rettungskräfte gesagt haben, wir können bei dem Schlechtwetter nicht rauf. Und da kannst du auch Handyempfang haben, was du willst. Manchmal geht das nicht. Und manchmal hat man auch kein Handyempfang. Ne? Das kann auch sein. Hier zumindest bei uns kann das schon passieren. Ich will jetzt dich nicht mehr länger auf die Folter spannen. Es gibt einen Gegenstand, den du auf jeden Fall unbedingt in dein Survival-Kit reinpacken musst, meiner Meinung nach. Wenn du das nicht tust und so Fischer-Sachen, so Haken und Blei, oder könnte ich mir einen Fisch fangen damit? Viel Spaß damit. Oder irgendwelche Scheren oder sonst irgendein Zeug. Kannst du ja alles mitnehmen, wenn es dich freut. Aber wenn du das nicht dabei hast, bist du meiner Meinung nach ja nicht ausgerüstet. Dann kannst du dein Survival-Kit nehmen und versenken. Du brauchst eines von diesen Teilen hier. Also entweder, das ist natürlich wie immer die billigste eigentlich, man muss da klar sein, das ist natürlich im Shop, aber es gibt, haben andere Anbieter natürlich auch. Das ist eine Rettungsdecke, schau mal her. Die gibt es dann auch in einer XL-Ausführung, also die ist etwas stärker. Oder einen Notfall-Schlafsack. Die zwei Dinge haben wir im Shop, gibt da wie gesagt unten den Link. Und bei denen ist es so, bleiben wir bei der Rettungsdecke. Die ist vielleicht nicht so effektiv, ja, aber schau mal her. Das Ding kostet fast nichts, wiegt fast nichts, braucht keinen Platz. Es gibt keine Ausrede auf dieser Welt, dass man dieses Teil nicht mit dabei im Rucksack in einem Survival-Kit oder sonst irgendetwas hat. Wenn man in der Natur unterwegs ist. Klar, wenn ich in der Stadt, in der Großstadt herumlaufe, dann gibt das ja andere Gefahren, da gibt es ja andere Themen. Dafür brauche ich auch ein anderes Überlebenskit. Aber wenn ich in die Natur raus muss, und damit habe ich nicht gemeint, ich gehe in der Großstadt im Park spazieren, das meine ich nicht, sondern in die Natur raus, wo die Rettungsketten ein bisschen langsamer funktionieren. Oder die Witterung dementsprechend ist. Winter zum Beispiel, wer im Winter in den Wald geht, ohne Rettungsdecke und dann ein Problem hat, ist meiner Meinung nach, und das ist jetzt böse, aber aufgrund von Evolution ausgeschieden. Viele haben diese Informationen, das mag schon sein. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die dann sagen, ach so, ja wirklich, Rettungsdecke, das habe ich noch nie gedacht. Und da ist es auch mein Auftrag, unter anderem. Daher gibt es ja auch dieses fast kostenlose Buch, gebe da auch unten den Link bei mir, die 10 Survival-Regeln. Ja, wer das gelesen hat, hat eine Idee, was ich davon, wie das zu sehen ist, gibt es eben fast kostenlos. Und daher auch meine Motivation, so viele Survival-Trainer auszubilden, wie nur irgendwie möglich, damit dieses Wissen weitergegeben werden kann. Nämlich auszubilden nach der Reini-Rossmann-Methode, und da steht das ganz weit oben. Ich habe viele Survival-Trainings mitgemacht bei anderen Trainern, die ich da gar nicht schlecht machen will, die alle ihre Qualitäten haben, aber bei überhaupt keinen. Als ich noch Marktrecherche gemacht habe, weil mittlerweile kann ich das nicht, weil mich die Leute kennen, kann auch nichts machen, weiß nicht. Es liegt dann vielleicht an meiner Aussprache. Keiner hat sowas herzeigt. Und damit will ich mich nicht besser machen, sondern ich will etwas klarstellen. Das hier ist so elementar, es ist so Basis, es ist so, so primitiv eigentlich, dass man ja sagen kann, das ist ja, was machst du? Eine Rettungsdecke? Eine Rettungsdecke ist ein Lebensretter. Kauf dir eine, besorg dir eine, bei mir im Shop oder wo auch immer, und wirf dir die mal um. Oder kauf gleich einen 10er-Pack. Und wirf dir die mal um. Und du wirst merken, wow, okay, da tut sich auf einmal was. Weil es wird extrem warm. Diese Rettungsdecke isoliert nicht. Ich gebe es jetzt runter, weil es ist eh so warm heute. Diese Rettungsdecke isoliert natürlich nicht. Ja? Die hat keine Isolationswirkung, sondern ihre Idee ist nur, die Körperwärme, die ich abstrahle, die Konvektion, bei mir zu halten. Das heißt, die isoliert nicht. Das heißt, das hat keinen Sinn, mich da drauf zu setzen, weil da die Wärme, der Wärmeverlust durch die Konduktion, durch zwei Körper gehen aneinander, wenn du sagst, das ist aber viel zu kompliziert, dann sag, okay, zwei Körper aneinander, keine Isolationswirkung, nein. Ist die nichts, sondern die ist nur zum Drüberhängen. Es gibt einige Techniken, die ich natürlich auch herzeige in meinen Kursen und Seminaren, wie man die auch als Unterlage verwenden kann, aber das ist ein anderes Thema. Und sie ist winddicht und sie ist wasserdicht. Das bedeutet, ich kann mich auch bei Regen, sage ich jetzt mal so, ein bisschen schützen damit. Das hier ist ein Lebensretter. Wer das nicht zumindest in einfacher, aber ich empfehle sogar in zweifacher Ausführung, mit dabei hat bei Outdoor-Touren, der ist nicht angepasst ausgerüstet, auch wenn er so ein Messer mit hat und so einen fetten Feuerstahl und so ein Fischer-Kit. Ja, kannst du alles mitnehmen, wenn es dir Spaß macht und wenn du das Abenteuer suchst, ist schön. Aber das ist Realität. So,
Jetzt kann man sagen, und in meinen Kursen, und jetzt lasse ich da ein bisschen reinschauen in meine Kurse, sage ich auch, das Ding, das ist nämlich ein Multitool. Ein Survival-Multitool, und ich stehe auf Multifunktionalität. Das Ding ist reißfest. Das heißt, man kann damit in gewissen Bereichen, außer es ist ein Loch oder es ist eingerissen, dann reißt es natürlich. Aber als Ganzes, da können wir Tau ziehen, wir zwei, was wir bei den Kursen übrigens auch machen. Und es reißt nie. Das heißt, man kann es auch als improvisierte Schnur verwenden. Du kannst es zum Signalisieren verwenden, weil ich fall abhängig davon, wie man es auflegt, natürlich schon auf. Ne? Auf einer weißen Schneefläche, so ein goldenes Ding, das fällt auf. Auch im Wald, mach mal ein Experiment bei meinen Survival-Ausbildungen. Lassen sich das den Leuten auch machen. Die sollen sich das einmal in den Wald hängen und dann einmal schauen, wie weit sie das noch sehen können. Das ist ein Signalisierungstool. Du kannst damit Wasser abkochen, du kannst damit Wasser transportieren. Und es gibt ganz viele andere Aspekte, die man mit dieser Rettungsdecke machen kann. Aber das halt mal an einer anderen Stelle. Jetzt gibt es dann noch, bevor ich dann zu diesem Teil hier kommt, auch eine XL-Ausstattung oder XL ist nicht der richtige Ausdruck, aber so eine harte Ausführung. Die haben wir zum Beispiel verwendet, um verletzte Personen zu transportieren. Übrigens gibt es auch einen Erste-Hilfe-Kurs von Dr. Thomas Kirges bei mir, ist auch ganz klar, live und online. Schaut euch das an. Und damit kannst du Leute transportieren. Haben wir gemacht. Die ist etwas schwerer, die ist nicht unbedingt notwendig, aber schadet nicht. Wenn du so ein Basecamp zum Beispiel hast, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist und Gewicht nicht so die große Rolle spielt, dann würde ich auf die hier gehen. Oder du bist ganz, ganz der Arge. Oder die Arge. Es soll ja auch Frauen geben, die mich beobachten. Hier auf YouTube natürlich. Das ist dieses schöne Ding, das wir natürlich auch bei uns im Shop haben. Das ist ein Schlafsack. Aber kein Schlafsack, so wie man das kennt, sondern es ist ein Emergency-Notfall-Schlafsack. Schau mal her. Der basiert auf dieser Funktionen, das ist ein Taschall mit dabei. So groß ist das eigentlich, dieses Ding. Ist dann auch noch einmal gepackt, verpackt, ich weiß, aber so ist das halt, ja. Das Sackerl kann man leider nicht aufheben, da ist nämlich eine Punktierung drinnen, also man kann nicht Wasser damit sammeln. Ich würde es mir trotzdem aufheben, es gibt viele andere schöne Dinge damit. Und dieses Material ist auch wie diese Rettungsdecke, nur ein bisschen anders. Schau mal her, ist genau dasselbe Prinzip. Und ich habe hier einen Schlafsack. Du musst jetzt auch machen, kauf da sowas. Und wenn du sagst, ich kaufe bei dem Rossmann nichts, total okay, kaufst du auf Amazon, gebe ich da auch den Link. Oder sonst wo. Solche Teile gehören rein. Schau, ich habe heute, übrigens schöne Grüße an den lieben Jonas und an deine Mama und deinen Papa und an deinen Bruder. Ich habe heute getroffen im Buschkraftareal, die waren auf der Milchstadthütte und verbringen hier ein Wochenende und da haben wir halt so gesprochen und er ist ein Messerfanatiker, er ist 12 Jahre alt und findet alles super und das finde ich auch großartig, will selber Survival Trainer werden, ich finde das großartig, wirklich großartig. Und da haben wir halt über Ausrüstung gesprochen und das war sehr messerlastig und ich finde das auch voll gut, Messer sind total super. Aber so ein Schlafsack hier, das ist besser in einer echten Überlebenssituation, denn mein Messer hält mich nicht warm. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, da kann man Feuer machen damit. Ja, kann man eh machen, aber es gibt Situationen, wo das mit Feuer einfach nicht so einfach ist. Und außerdem, du musst das Feuer die ganze Nacht aufrechterhalten. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich mache Extremtrainings und solche Dinge. Ich weiß, viele glauben, weil er so blöd ist, ja, der Rossmann, der kann aber wahrscheinlich nicht einmal am Berg hochgehen. Ich schnaufe mittlerweile nicht mehr so stark, aber Fitnesstraining und so weiter. Aber auch da billige Eigenwerbung. Ich gebe dir einen Link zum Obi, aber Themenwechsel. Das hier hält dich die ganze Nacht halbwegs warm. Du wirst nachher, wenn du da drin bist, weil das diffundiert nicht, also ist nicht diffusionsfähig, das bedeutet, da kann keine Feuchtigkeit rausbringen. Wenn du da reingestiegen bist in diesen Schlafsack, komplett zu, wirst du nachher komplett nass sein. Das ist natürlich nicht gut, wenn du dann rausgehst und es minus 20 Grad hat, wirst einfrieren, das ist ganz klar. Da brauchen wir andere Techniken für den echten Winter. Aber es hält dich warm, denn ich bin lieber warm und nass als trocken und kalt. Das sind Lebensretter, die gehören einfach mit dazu. Und ob du dich für einen Schlafsack hier jetzt, den man übrigens ein paar Mal verwenden kann, aber wenn er einmal aufgemacht ist, dann ist es vorbei. Das möchte ich auch gleich dazu sagen. Also einmal aufgemacht ist es vorbei, aber wenn du an Ort und Stelle bleibst, zweimal. Rettungsdecke, Detto, das sind Teile, die du einfach dabei haben musst. Aus! Das habe ich eh lang geredet. Ich hoffe, du konntest mir folgen und schreib mir bitte einen Kommentar, was du davon hältst. Also, ich fasse zusammen. Nummer 1.
Mach dein Survival-Kit mit allem, was du willst, mit irgendwelchen Speeren und irgendwelchen Haken und sowas. Ja, mach das, wenn du dich glücklich fühlst damit. Tu. Aber in jedem Kit, den du hast, in jedem Wanderrucksack, für deine Kinder, für dich, für die Leute, die da wichtig sind, gehört zumindest eine Rettungsdecke, aber ich würde sogar sagen, zwei Rettungsdecken pro Person rein. Oder einen Schlafsack, wie du magst. Schlafsack hat den Nachteil, dass er nicht so multifunktional ist wie die Decke. Also mach einen Schlafsack und eine Decke zum Beispiel. Oder nur zwei Decken. Okay? Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Hol dir, wenn du es noch nicht hast, dieses fast kostenlose Buch. Gib da unten den Link. Kannst auch die 600 Survival-Tipps dann dazu kaufen, wie du magst. Ist deine Sache, wie du willst, aber das gibt es eben für die Handlinggebühr und für die Versandpauschale kostenlos. Schau dir das an. Wenn du Survival Trainer werden willst, von mir ausgebildet werden willst nach der Reini-Rosser-Methode, dann melde dich bei mir. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen. Da geht es direkt in meinen Shop zu den Rettungsdecken. Ich hoffe, dass wir das Zeug niemals brauchen und das einfach nur zum Spaß mit dabei tragen. Aber wie heißt es so schön? Besser haben als brauchen. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.